Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe gerade noch mal ein Video gemacht zu den beiden HDMI-Splittern. Und jetzt kommt noch der ToxLink dran, den ich euch näher bringen möchte. Den hatte ich schon ausgepackt, den hatte ich auch schon benutzt. Ja, ich hatte ja schon vorher gesagt, ich hatte etwas Probleme mit meinem Laptop. Mir sind einige Videos abhanden gekommen und erzählt auch hier das Unboxing, Hardware und der Hardware-Check dazu. Also bei den beiden auch. Es sind mir knapp 20 Videos oder so sind mir abhanden gekommen, die ich jetzt nach und nach irgendwie versuchen will zu retten. Und da natürlich ein Unboxing bei mir ein richtiges Unboxing ist und ein originales Unboxing ist, wird es jetzt hier kein richtiges Unboxing. Mache ich ein Video und sag was zu dem Gerät und sag, wie lange ich es benutzt hatte. Ich hatte auch dieses Gerät ziemlich genau eine Woche im Dauereinsatz. Werden wir mal runterscrollen, dann kann ich euch das auch genauer zeigen. So, und das ist der Ligavo 6518742. Anleitung, Seite 7. Ja, wir haben es in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und Deutsch ist wirklich Deutsch. Das, man versteht auch, was die von einem wollen. Das ist der IR-Sensor, der mit bei ist. Dann haben wir hier den Stromkabel mit bei. Dann haben wir eine Fernbedienung mit bei. Dann haben wir hier die Gumminippel, die ich nicht angeklebt habe, da ich das Gerät ja wieder zurückschicke. Weiter haben wir nichts drin. Natürlich noch das Gerät. Das habe ich hier auch schon wieder ordentlich eingepackt gehabt. Muss ja mal aufpassen, dass ich das Säckelein nicht kaputt mache. So, und das ist alles im Lieferumfang enthalten. Das Gerät an sich, die Gumminippel, die Fernbedienung, Stromkabel, hoppala, IR-Sensor und die Anleitung. So, da können wir aber schon mal hier, könnt ihr da auch so, ja, das will ich euch unbedingt zeigen, da könnt ihr die LEDs an- und ausschalten am Gerät. LED, an und aus. Da oben ist nämlich das Gerät direkt an- und ausschalten. Hier können wir nur die LEDs an- und ausschalten. Und hier 1, 2, 3 mal den ToxLink-Kabel, den wir gerne wiedergegeben haben möchten. Das werde ich euch natürlich jetzt auch nochmal im Detail zeigen. Vorher machen wir hier mal den Stromkabel und alles weg. Sonst fliegt hier immer so viel auf den Tisch rum. So. So, alles ordentlich verpackt. Und Heft oben rauf. Wir haben, da, so. Das ist die Vorderseite, Ligavo, die drei Punkte, der Schriftzug. Audiodecoder, Switch 3:1. Das ist jetzt nicht nur ein Switch, nein, wie ich gerade vorgelesen habe, auch gleichzeitig ein Audiodecoder. Was uns das sagt, zeige ich euch gleich. Wir haben hier drei Eingänge. 1, 2, 3 mal optischen. PlayStation 3, PlayStation 4, Amazon Fire TV. Und dann haben wir hier den IR-Sensor. Ja, und da können wir den Switch drücken, dass wir dann hier zwischen den dreien hin und her wechseln können. Ja, so an sich ja nichts weltbewegendes, wie man sich das denkt, weil vorher, gut, vorher gab es sowas auch nicht. Vorher kam es immer nur diese mit Hand, die man mit Hand weitermachen musste. Hier, Ligavo war die ersten, die ich gesehen habe, wo man vernünftig, ohne dass es eine Störquelle gab oder irgendwelche Störgeräusche gab, mehrere nehmen konnte. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen 4:4 im Dauereinsatz. Den benutze ich tagtäglich und hatte jetzt in der Zeit den benutzt. Aber der eine Ausgang ist mir entschieden zu wenig. Musste ich dann immer öfters hin und her kleppen. Für euch reicht das locker aus. Für mich, ich habe mehrere Geräte, reicht das so nicht aus. Aber hat mich nicht im Stich gelassen. Ist ein super Gerät. So, und die Decoder-Funktion sieht so aus. Normalerweise geben wir praktisch dreimal an, einmal ab oder zweimal, wenn wir jetzt noch einen zweiten hätten. Hier haben wir natürlich nur einen ToxLink. Da geht da raus. Zusätzlich werden einer dieser drei, je nachdem welchen wir aktivieren, auch auf Klinke
für ein normales Headset und auf Cinch Rot-Weiß ausgegeben. Das heißt, wir können auch alte Headsets darüber betreiben. Wenn wir da natürlich jetzt zum Beispiel nur eine PlayStation 3, eine PlayStation 4 und Amazon Fire TV anschließen, könnte man da einen Kopfhörer anschließen und sagen, ich höre jetzt mein Fernseher, also beziehungsweise diese beiden Geräte oder diese drei Geräte über meine Kopfhörer, kann dann vielleicht noch mit HDMI aufnehmen und habe dann den Fernseher lautlos oder ich brauche die als Kopfhörer, brauche es zur Anlage oder zur Soundbar oder was weiß ich und kann mir das dann zusätzlich noch für alte Boxen abgreifen. Als Beispiel. Ich habe das jetzt wirklich knapp eine Woche etwas, doch knapp eine Woche oder über eine Woche im Einsatz, weiß ich jetzt gar nicht. Mein Gedächtnis ist momentan nicht so das Beste durch den ganzen Stress und so. Und es hat mich nicht einmal im Stich gelassen, aber für mich ist der eine Anschluss Toxlink für mich zu wenig. Ich brauche definitiv mindestens zwei, weil einmal geht es zum Aufnahmegerät, einmal zur Dolby-Anlage, ja, beziehungsweise mein Headset. Ja, also ich habe momentan gut, mindestens drei, muss ich dazu sagen. Also Dolby-Anlage, Aufnahmegerät, also Hauptaug, und einmal geht es zum Headset. Und wenn ich jetzt eine Soundbar demnächst mal habe, geht auch noch ein vierter zu der Soundbar. Also brauche ich mindestens vier Ausgangsgeräte. Und die habe ich, da habe ich auch schon ein Video mal zugemacht, müsst ihr mal im Kanal suchen. Findet ihr, hat mich nicht im Stich gelassen. Es gibt auch noch ein 4:2 Toxlink, der gibt 4:2 aus. Dann gibt es auch noch einen 1:2, 2:1. Also da gibt es ganz viele. Ligabo hat mit Toxlink wirklich extrem viele in der Auswahl, wie ihr es gerade braucht. Ja, wenn ihr da noch Fragen habt oder wenn ihr bei euch zu Hause euer Heimkinosystem und PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox One, egal was, ihr wollt euer Home Entertainment Center ein bisschen ausbauen und ein bisschen flüssiger machen und ein bisschen kompakter machen. Also so kompakt machen, damit ihr wirklich überall alles machen könnt. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe den Ton vom Fernseher, vom PlayStation 3, PlayStation 4, Amazon Fire TV. Ich habe von sämtlichen Geräten habe ich den Ton, auch wenn ich will, auf meinem Headset, was sich da an der Couch befindet. Oder auf der Dolby-Anlage. Ich habe auch das Bild doppelt wieder jedem von der PlayStation 3 und PS4. Einmal zum Aufnahmegerät, einmal direkt zum Fernsehen. Kann ich euch da gerne bei helfen. Wir können Skype-Konfis machen. Ihr sagt mir einfach Bescheid. Ich werde euch versuchen zu helfen. Weil unten unter der Videobeschreibung, bei kurzen Fragen kann ich da auch helfen. Bei etwas längeren und komplizierteren Fragen oder bei besseren Hilfen, da bevorzuge ich dann Skype. Da kann man dann persönlich miteinander reden. Ihr könnt mir sagen, was ihr für Vorstellungen habt, was ihr braucht, was ihr wollt. Und dann können wir da uns austauschen und ich kann euch da ein paar Tipps geben. Weil ich habe jetzt nur mehrere Geräte schon getestet oder viele Geräte schon getestet und habe mein Entertainment Center eigentlich so wie es ist. Wird jetzt nach und nach auf 4K ausgebaut. Ich habe schon den 4K HDMI-Verteiler dran. Jetzt kommt natürlich noch ein bisschen andere Technik. Das kommt alles in den nächsten Paketen mit. Also da werdet ihr noch ordentlich staunen, was Ligabo da gezaubert hat. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Peace, Ahoi. Sagt euer Odin.